How many roads must a man walk down before you can call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must a cannonball fly before they forever bend? Mayhem's a my friend. Gibt es den Song Blowing in the Wind in einer ganz, ganz einfachen Version auf der Ukulele. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, hallo, ich bin's, der Michael von Ordner Gedanzschule und heute gibt's den Song Blowing in the Wind auf der Ukulele. Ich habe eine ganz, ganz einfache Version für dich, wirklich einsteigermäßig ideal, weil die Akkorde auch alle sehr, sehr einfach zu greifen sind. Und ich würde sagen, wir legen gleich mit den Akkorden los. Legen wir los mit den Akkorden. Jeder Akkord wird eigentlich einen Takt lang gespielt. Wir machen erstmal einen ganz einfachen Anschlag dazu und brauchen ein paar Griffe, nämlich einmal den C-Dur-Griff. Und dazu legen wir einfach nur unseren dritten Finger auf die unterste Seite im dritten Bund. Ja, das ist auf der A-Seite im dritten Bund auf den Ton C und wir können alle Seiten anschlagen. So, für unseren F-Dur-Griff, das ist unser zweiter Griff, den wir brauchen, da gehen wir mit unserem Mittelfinger in den zweiten Bund auf die oberste Seite, auf die G-Seite, auf den Ton A und mit unserem Zeigefinger gehen wir in den ersten Bund auf der E-Seite, auf den Ton, das ist die zweite Seite von unten, ja, auf den Ton F. Also das heißt, wir sind hier im zweiten Bund, im ersten Bund auf der zweiten Seite und auf der obersten Seite sind wir im zweiten Bund, auch hier alle Seiten anschlagen. Für unseren dritten Griff, den wir brauchen, A-Moll, nehmen wir einfach nur unseren Zeigefinger weg, ja, und dann bleiben wir einfach nur mit unserem Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite. Auch hier alle Seiten anschlagen. Und unser letzter Griff, den wir brauchen, der sieht so aus, wir spielen einen G-Dur-Akkord und gehen dazu mit unserem Zeigefinger in den zweiten Bund auf die dritte Seite von unten, dann mit unserem Mittelfinger auch in dem zweiten Bund, aber auf die unterste Seite. Und davor, auf die zweite Seite, setzen wir unseren Ringfinger im dritten Bund. Das ist unser G-Dur-Akkord. Nochmal der G-Dur-Akkord, weil er eigentlich der schwerste schon ist. Ja? Zeigefinger im zweiten Bund auf der dritten Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf der untersten und der Ringfinger sitzt hier im dritten Bund auf der zweiten Seite. So, für unsere Akkordfolge, die sieht jetzt so aus, wir spielen einen Takt lang C, da machen wir es einfach so, wir schlagen jetzt einfach mal nur mit unserem Zeigefinger viermal abwärts und das ist dann ein Takt. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir für einen Takt, also vier Anschläge auf unseren F-Akkord. 1, 2, 3, 4 und wieder zurück auf unseren C-Akkord. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt unser A-Moll-Akkord, das war nur der Mittelfinger hier oben im zweiten Bund. 1, 2, 3, 4. Das heißt, die ersten vier Takte wären C, F, C und A-Moll. Dann gehen wir wieder auf C. 1, 2, 3, 4. Jetzt spielen wir unseren F-Dur-Akkord nochmal. 1, 2, 3, 4 und am Schluss spielen wir für zwei Takte lang unseren G-Dur-Akkord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, wäre das Ganze. How many roads must a man walk down before you can call him a man? Und das geht für alle Strophen. How many seas
Sieht es dann so aus, wir spielen einen Takt lang F, 1, 2, 3, 4, einen Takt lang den G-Dur-Akkord, 1, 2, 3, 4, dann einen Takt C, 1, 2, 3, 4 und einen Takt A-Moll, 1, 2, 3, 4. So, dann wiederholen wir den ersten Teil wieder, wir gehen wieder auf F, 1, 2, 3, 4, G-Dur, 1, 2, 3, 4 und für zwei Takte gehen wir auf den C, 1, 2, 3, 4. Text. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. So, und jetzt kümmern wir uns noch um einen Rhythmus. Ja, als Beispiel nehme ich den C-Dur-Akkord für den Rhythmus und wir spielen den Rhythmus. Einen Abschlag, 1 und dann 2 und dann 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4. Heißt, wir spielen abgeschlagen, dann nochmal Abschlag und einen Aufschlag. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1. Wir haben eine Viertelnote, zwei Achtel, eine Viertel und zwei Achtel. How many roads must a man walk down before you can call him man? Isn't how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Das war der Song Blowing in the Wind auf der Ukulele. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann möchte ich dir gerne meinen Ukulele-Lernen-Kurs empfehlen. Dieser Kurs ist wirklich die komplette Basic fürs Ukulele-Spielen. Ich zeige dir wirklich alles, was wieder wichtig ist zum Thema Ukulele-Spielen und vor allem ganz, ganz wichtig, das Ganze ja, zu einem hammermäßig unschlagbaren Preis. Und schau da einfach mal rein, ist wirklich der Wahnsinn. Der ganze Kurs ist wirklich... Ja, und das ist das Beste noch, der ganze Kurs ist handyoptimiert. Das heißt, deine Ucke passt in jeden Koffer, ja. Und Handy hat jeder dabei und der Kurs ist so gebaut, dass du den einfach mit dem Handy kannst das Ganze lernen. Du brauchst also wirklich fast nichts dabei, egal wo du bist. Ja, Ucke kann man überall mitnehmen und genauso auch dein Handy. Und dann kannst du eigentlich überall im Urlaub und was weiß ich wo Ukulele lernen, ja. Der Kurs ist wirklich megamäßig, also ist alles Wichtige zum Thema drin. Ich zeig dir, wie du Melodien spielst, ich zeig dir die wichtigsten Akkorde, ich zeig dir, wie du selber deine Akkorde zusammenbauen kannst. Ja, eigentlich wieder alles, was man auf diesem Instrument eigentlich so machen kann. Ja, mich würde es freuen, wenn ich dich in dem Kurs begrüßen darf. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Lesson. Und bis dahin sage ich, ciao, der Michel!